Und hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich bin hier immer noch auf dem Planeten und sitze hier noch fest. Ich sammle noch Ressourcen gerade. Mordi ist hier Ferritstaub, okay. Ich muss mir noch ein bisschen Material besorgen. Kann ich das jetzt bauen? Was muss ich jetzt bauen? Ein Ionenakku? Okay, dann. Moment, Ionenakku habe ich doch gebaut. Platten, was brauche ich denn noch hier? Projektionsmunition, das brauche ich nicht. Platten? Okay. Brauche ich jetzt noch irgendwas? Habe ich jetzt alles hergestellt, was ich brauche? Ne, was war denn das nochmal? Brauche eine tragbare Raffinerie. Sammle 30 Sauerstoff. Achso, Sauerstoff brauchen wir. Yeah, habe ich noch nicht alles zusammen. Da ist O2. Da müssen wir hin. O2, O2. Das rote Zeug hier, da ist es. Scannen wir doch mal gerade. Können wir das noch scannen? Nee, können wir nicht scannen. Nehmen wir einfach so mit, okay. Nehmen wir alles mit. Kein Problem. Dich müssen wir auch noch wegmachen hier, weil du bist böse. Aber vorher scannen wir dich noch. So. Okay, du bist weg. Da nehmen wir noch Ferritstaub mit, falls wir brauchen. Sauerstoff brauche ich noch mehr. Okay, das reicht definitiv noch nicht. Das reicht definitiv noch nicht. Okay, was haben wir hier drin? Zack, zack, zack. Durchsuchen. Hier haben wir noch ein bisschen Wasserstoff. Nehmen wir auch gleich mit. Was ich gut finde, ist, dass du auch Asteroiden abfarmen kann für Treibstoff und sowas. Nur man muss aufpassen, wenn man da zu viele wertvolle Sachen dann im Inventar hat, beziehungsweise in seinem Raumschiff. Dann kommen Banditen und wollen die das natürlich wieder klauen. Muss man da ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ob sie das mal angepasst haben, ob das so geblieben ist. Das gilt uns alles noch rauszufinden. So, wir müssen mal gucken. Wir brauchen mehr Sauerstoff. Da ist Natrium. Wir gehen mal zum Natrium, weil wir brauchen noch Natrium. Das Blöde ist, dass wir echt nicht viel Stamina haben. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir die Stats hochpushen. Dann da müssen wir dann auch noch Sachen finden, dass wir uns ein bisschen buffen können. Ich vergesse immer, dass ich immer ein Jetpack hier habe. Wo war das Natrium jetzt hier? Ich sehe es gerade nicht. Natrium. Da ist Sauerstoff und zweimal Natrium. Sehr gut. So. Ein bisschen weggehen. Wow, bei dir nicht so viel O2. Okay, Natrium haben wir hier. Zweimal. Sehr gut. Nehmen wir alles mit. 25, das reicht immer noch nicht. Scanner wird noch aufgeladen. Okay, müssen wir ein bisschen warten. Dann gucken wir gerade, ob wir scannen können. Scannen, scannen, scannen. Nee. Das kennen wir schon alles. Okay. Irgendwas, was wir noch nicht scannen. Da, das kennen wir noch nicht. Wer bist du denn? Freundlich, okay. Alles gut, okay. Sauerstoff, da lang. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Problem ist, wir müssen mehr Sauerstoff finden noch. Ich muss nämlich gerade meinen Anzug aufladen, sonst ist hier gleich nur der Mann. Das heißt, wir müssen mehr Sauerstoff besorgen. Wo ist denn Sauerstoff? Da, 55. 32, 30 brauche ich. Okay, mit Y kann ich jetzt bauen. Da. Ach du meine Güte, was? Kann ich den, ach so, hier hinsetzen. Okay, raffinieren, aufnehmen. Jetzt muss ich es mal gerade gucken. Treibstoffvorrat ist alle. Da können wir erstmal den hier reinhauen. Dann müssen wir Ferrit haben. Wo ist denn Ferrit? Da. Und starten. Wie viel brauchen wir davon? 50, ne? Ja, wir haben ein bisschen mehr, ist egal.
Das geht in den Anzug. Das geht. Ach, ist egal. Das geht auch in den Anzug. Aber ich muss das wieder umdenken. Das hatten die damals ein bisschen umgebaut. So, mit mittlerer Maustaste kann man das Ding mitnehmen. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Ach, der nimmt das automatisch raus, wenn ich es abbaue. Alles klar. Okay. Dann zurück. Und dann kommen wir jetzt hoffentlich immer ein bisschen in die Lüfte. Ich hoffe nur, wir haben genug Material. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir einen besseren Miner kriegen. Und eine bessere Knarre. Dass wir uns dann schützen können, wenn hier Viecher rumlaufen, die ziemlich böse sind. Wäre es ganz gut, wenn wir da uns verteidigen können. Aber wir haben ja das Glück, dass wir auf einem Planeten sind, der nur bedingt aggressiv auf uns ist. Oh, ich vermisse meinen Dauersprint hier irgendwie. Der ist, ja. Da muss ich erst wieder leveln. Das finde ich auch interessant. Sowas lernt man erst wieder wertzuschätzen, wenn man es wieder nicht mehr hat hier, die ganzen Stats. Aber das ist ja in vielen Spielen so. So, Schubdüse reparieren. Und dann kommen wir hoffentlich weg. So, das Coole ist, man kann auch abgestürzte Raumschiffe finden wie das hier. Und die dann reparieren und übernehmen. Und wenn man eine Flotte hat, beziehungsweise ein Schiff, das würde ich gerne wieder haben. Ich hätte gerne wieder das Megaschiff. Ich weiß gar nicht mehr, was war das? Klasse A oder Klasse S? Ich glaube, Klasse A war das erste, was ich damals hatte. Und dann hatte ich irgendwann das Glück gehabt, so ein dickes Raumschiff zu finden. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, war das S-Klasse? Das war wirklich so ein Riesen, wie so ein Riesenflugzeugträger. Da kannst du bis zu 6 Schiffe lagern. Das war schon nice. Reparieren. Okay, ja, Abschluss repariert. Startsysteme sind online. Wir sind wieder im Geschäft. Ich bin froh, dass wir so eine Technologie haben, die uns, oder eine KI, die uns sagt, was wir zu tun haben. So, können wir noch Treibstoff auffüllen oder ist hier. Müssten wir herstellen? Uran, Dingens? Ne, haben wir nicht. Das können wir dann noch nachfüllen. Okay, Impulsantrieb geht, aber Startschubdüse ist nicht drin. Können wir. Nee. Können wir das bauen? Können wir beides nicht bauen, ne? Könnten wir das bauen? Metallplatte? Können wir. Okay, ich muss echt erstmal wieder gucken, wie das war. So, jetzt müssen wir mal Raumschiff aufladen. Okay, wir sind wieder im Geschäft. Klasse C. Startraumschiff. Okay, ich würde sagen, wir heben ab, wa? Und Speed. So, jetzt ist nur die Frage, wo wollen wir hin? Oh. Ich muss jetzt mal gerade wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Uah. Da hinten war was, ne? Da. Machen wir ein bisschen Gas hier. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt nach oben fliege. Konnte ich direkt raus hier, oder? Weil man kann hier rausfliegen und dann halt draußen lang fliegen. Das geht ein bisschen schneller. Ibiusa Muko-System. Euklid-Galaxie von dir entdeckt. Okay. 3 Planeten, 3 Monde. Im Korbex-System sind wir. Er sieht schon nice aus. Es wäre schon ziemlich episch, wenn wir es als Menschheit so weit bringen könnten, dass wir das machen könnten. Aber dazu müssen wir halt erstmal unsere Differenzen halt beilegen, nicht wahr? Fliegen wir hier in den Asteroidengürtel. Gucken wir mal, ob wir mal ein bisschen was meinen können hier. Silber, okay. Was haben wir hier? Tritium. Ja, Tritium ist wichtig. Das ist Treibstoff. Raumschiff neben uns? Ist das böse oder nicht? Das ist ein meiner Raumschiff. Okay, das ist neu. Das ist cool. Die gab es früher nicht. Der meint hier auch gerade. Alles klar, dann lassen wir den mal meinen. Was haben wir hier? Könntest du leider nur so meinen. Gold haben wir gefunden. Nice.
Okay, wir meinen ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was muss ich denn hier meinen? Das Zeug oder? Das hilft uns nämlich auch ein bisschen weiter. Der ist ziemlich dicht hier unterwegs bei mir, ne? Okay, Silber. Das war das Silber hier, ne? Ja. Ich muss gleich mal gucken, was wir gesammelt haben. Astrizium, okay. Was können wir ja mitnehmen? Ich hoffe nur, wir haben das Metall nicht gleich voll. Okay. Was sagt denn unser Inventar? Ein Goldklumpen haben wir gekriegt. Wertvolles Erz können wir verkaufen später. Trizium haben wir 300, das ist gut. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, gehen wir auf den Planeten zurück oder suchen wir den anderen auf? Können wir den scannen eigentlich, den Planeten? Ja, komm her. Kaktusfleisch, Kupfer, Püree. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht für den Anfang. Unwirtlich allerdings, das ist nicht so toll. Rumio ist das, okay. Was ich interessant finde, ist, dass die Planeten schon... Was ist das denn hier? Tritiumreicher Asteroid. Okay, das ist neu. Das mal gedrückt halten mit E zu markieren. Okay, wir fliegen mal hin. Ich muss nur gucken hier, wo wir hier... Nicht, dass wir hier... Where? Dass wir uns hier gegenditschen. Ne? Wo kommt der hier gleich? Okay. Tritiumreich. Nice. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Wir sind hier echt in so einem Asteroidengürtel, ne? Wo sind denn die anderen Planeten? Warte mal. Die sind jetzt hinter den Planeten. Fahren zurück, das will ich nicht. Können wir hier eigentlich komplett stehen bleiben irgendwie? Ja, so. Demutial, von dir entdeckt. Solanium, Kupfer, Phosphor und Salz. Sengender Planet, also der ist heiß. Und die anderen denn? Ich muss mal gerade gucken. Die müssten hier irgendwo sein, ne? Den hatten wir vorhin, glaube ich. Ja. Rumio. Die anderen sind weiter weg. Was sind das eigentlich für Geräusche hier? Witzburg-Geräusche Weltall? Nee, eigentlich nicht. Wir haben noch gar keine Luft, die, die den Schall übertragen könnte, oder? Bin mir nicht sicher. Gucken wir mal, dass wir hier rauskommen und wenn es geht, heile. Ich möchte ungern drauf gehen. So. Wo sind die anderen Planeten? Denn die sind dahinter versteckt, ne? Aber hier müsste noch irgendeiner sein. Da. Scan. Gamma-Wurzel, Kupfer, Uran ist schon mal gar nicht schlecht. Isotopischer Planet, der hat Strahlung. Schmenkitochi oder wie er heißt. Mond. Zugefrorener Planet, uralte Knochen, Frostkristall, Kupferdioxid, magnetisiertes Ferrit. Ich weiß nicht mehr genau, was noch sinnvoll wäre hier. Da ist noch ein Planet, noch ein Mond, warte mal. Können wir dich scannen? Ne, du bist weit weg, ne? Wieso kann ich dich nicht scannen? Bist du zu weit weg? Ich hatte dich doch gerade im Visier irgendwie, warte mal. Ja, da war er gerade. Jetzt geht es wieder nicht, was? Warum kann ich dich nicht scannen? Ich bin überlegen, ob wir auf den isotopischen Planeten gehen. Jetzt, wieso konnte ich dich da gerade scannen, aber hier nicht? Bin verwirrt. Na, komm. Der lässt sich nicht scannen, das gibt's doch nicht. Eine Sequenz nicht verfügbar, eine Taste wollte ich jetzt auch gar nicht drücken. Jetzt. Verlassener Mond. Kaktusfleisch, Kupfer, Pyrit, Natrium. Der wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Komm, wir machen mal einen Impuls und dann fliegen wir da mal hin. Der Mond interessiert mich. Eingehende Nachricht.
Okay. Ist denn... Eingehende Übertragung. Quelle 4925B. Okay. Bitte identifiziere dich. Ich bin... Kzt. Okay, wir haben wieder... Identifizieren. Du bist nicht... Kzt. Allein. Folge... Kzt. Die Übertragung endet so seltsam, wie sie begonnen hat. Der letzte Teil des Signals scheint ein Satz planetarer Koordinaten zu sein. Koordinaten eingeben. Okay. Der Planet sieht, der Mond sieht cool aus. Ich habe auch mal einen Planeten gesucht, wo man drauf leben kann, wo man richtig gut leben kann. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir zurück, ne? Wo ist denn die Raumstation? Da, hinter... Da sind wir gewesen. Die hat auch Ringe, cool. Wir müssen da lang, okay. Kann man das fokussieren? Okay. Dann fliegen wir da wieder zurück. Das kostet natürlich jetzt Sprit. Aber wir haben noch ein bisschen was, okay. Ich frage mich, ob man da echt so nach hinten gedrückt sitzt oder ob sich einfach nur der Raum krümmt und du dann einfach so... Whoop. Wir sollen ja angeblich langsam, wie heißt es? Technologien entwickeln, wo wir so langsam aber sicher auf dem richtigen Weg sind. Okay, wir düsen hier mal runter. Wieder zurück auf den Planeten. Das heißt, wir fahren jetzt, wir fliegen jetzt wahrscheinlich zu einer Raumstation, zu einem Landeplatz wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Oder? Ungefährer Standort. Okay, landen wir gleich mal in dem ungefähren Standort. So. Drückend heiß. Okay, wo ist denn... Wo müssen wir jetzt hin hier? Ich sehe hier nämlich gerade nichts. Können wir noch scannen? Geschätzte Entfernung 200. Wir müssen dahin. Markierung mit... Ne, warte mal. Können wir da noch mal F und dann mit E... Ist gelockt. Oh, okay, das ist auch neu, glaube ich. Das gab es auch nicht. Wo habe ich denn mein Raumschiff geparkt? Die jetzt blind? Ja, bin ich. Da, direkt hinter mir. Da fliegen wir nochmal hin. Bei dem Wetter will ich nicht laufen. Nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss. Moment, das ist hier unten. Ist das? Hier habe ich den Marker gesetzt. Okay. Das ist hier korrekt. Kann ich den eigentlich wieder einsammeln? Da lang muss ich. Markierungssignal entsenden. Okay. Können wir den wieder löschen? 128 Meter in die Richtung. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich weiß nicht mehr, wie man die Marker wegnimmt hier. Wir müssen in die Richtung. Hier sehe ich das richtig. Da. Da müssen wir hin. Erstmal speichern die ganze Chose hier oder die Karte aufdecken. Bella-Enklave. Navigationsdaten, die brauchen wir nämlich später noch. Kaputte Technologien. Die funkensprühenden Kabel der Maschine erzeugen ein Signal, das die Übertragung ins Nichts ausstrahlt. Wer immer die Nachricht hinterlassen hat, ist schon lange fort. Entschlüsseln. Entschlüssele. 16, 16, 16. Eintrag 4925C. Kein Treibstoff in Kst. Station nicht erreicht. Kaum Gefahrenschutz. Keine andere Wahl als Kst. Unterirdischen Kst.
Basisgruppe da eingesetzt. Ebenso wie der Protokolleintrag enthält das Signal Pläne für einen Basiscomputer und einen Terrainmanipulator. Mit etwas Glück enthält der Basiscomputer mehr Informationen über denjenigen, der die Nachricht hinterlässt. Pläne extrahieren. Jetzt können wir Dingens bauen. Wir müssen also wieder ein bisschen was sammeln und dann können wir uns die erste Base basteln. Okay, Terrainmanipulator. Okay. Gucken wir mal. Diesen Platz habe ich noch zum Bauen. Stacken kann ich die, ne? Ja. Was brauche ich noch? Die Wasserstoffgelee. Was brauchte ich denn jetzt noch? Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Multiwerkzeug. Mit E. Eigenes Kraftfeld und Manipulator brauchen wir. Okay. Haben wir gemacht. Okay, dann haben wir den Terrain-Manipulator. Mit G konnte ich den ändern, oh Gott. Okay. Dann konnten wir große Sachen abbauen. Jetzt müssen wir gucken, was brauchen wir? Sammle Kupfer. Kupfer hier in der Nähe. Ich sehe jetzt kein Kupfer. Was haben wir hier? Ferrit und Phosphor. Kann ich das Zeug abbauen? Nein, das doch kann ich. Oder wird kleiner, okay. Ja, Ferrit und Phosphor erstmal mit. Kupfer, das Natrium. Oh, die Höhle geht nach unten weg, ne? Wer bist du denn? Ist auf jeden Fall auch nicht böse. Gut, das ist mal gut. Kürbisknollen. Nehmen wir mal mit. Die sehen ganz cool aus, eigentlich, muss ich zugeben. Wir brauchen Kupfer. Kann ich diesen Marker hier wieder bitte entfernen, irgendwie? Dankeschön. Den muss ich mir markieren, weil die Dinger will ich auch einsammeln. Die vergrabene Technologie ist nämlich wichtig. Da können wir manchmal ganz nützliche Sachen finden. Terrain-Manipulator. Wo ist es? Da ist es. Geborgene Daten, alles klar. Die brauchen wir nämlich später. Dann können wir davon nämlich was kaufen, glaube ich, oder? Ne, da konnten wir, glaube ich, was eintauschen mit. Oder was bauen. Irgendwie so. Oh, ich muss mal gerade wieder ein bisschen im Raumschiff sitzen hier und mich gerade mal ein bisschen regenerieren. So. Lebenshaltung kann ich natürlich nicht regenerieren. Da muss ich dann wieder nachladen. Kann ich noch was ins Raumschiff ballern? Warte mal, wie war denn das? Oh Mann, ich muss jetzt mal gucken, steuerungsmäßig. Wie war denn das? Schnell bewegen, Schnellübertragung mit X. Konnte ich das nicht? Raumschiff. Raumschiff? Energiespeicher braucht man später, okay. Müssen wir das aufladen? Eigentlich ist man nicht, ne? Sauerstoff haben wir nicht mehr so viel, dann machen wir den Rest da rein. Wir müssen Sauerstoff besorgen, auf jeden Fall noch. So, wir sitzen mal. Wie war denn das? Den hier. Kann ich den platzieren? Wie war denn das nochmal? Platzieren. Schnellübertragung, bewegen. Wie konnte ich den denn nochmal bewegen? Ich hab's vergessen. Mit Y. Den müssen wir bauen. Den können wir erstmal setzen. Okay, raffinieren. Jetzt müssen wir gucken, was brauchen wir denn hier. Erstmal Treibstoff. Und hier muss rein Kobalt. Ne, das ist nicht korrekt. Was brauchten wir denn? Ferritstaub? War das Ferritstaub? Ja, ich glaube, ne?
Das musste ich weiterverarbeiten, glaube ich, ne? Ich verarbeite das mal komplett gerade und dann muss ich es nämlich weiterverarbeiten. Yep. Okay, magnetisiertes Ferrit. Okay, ein Anzug, okay. Kupfer brauche ich noch. Wo kriegen wir Kupfer her? Kann ich die wieder mitnehmen? Ja, erstmal so hier. Ferrit nehmen wir noch ein bisschen mit. Ich muss Kupfer finden. Muss ich da nochmal schauen. Geode haben wir auch gefunden. Die waren, glaube ich, auch ein bisschen was wert. Bin mir jetzt nicht sicher. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Konnte ich das sehen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir starten mal und fliegen mal ein bisschen hier durch die Gegend. Ich meine, man konnte die Dinger sehen. Aber jetzt ist es natürlich dunkel, was natürlich total intelligent ist. Ich sehe gerade nichts. Das sieht schon echt krass aus, ne? Wenn du auf so einem Planeten wohnen würdest, wo solche Ringe sind, das wäre bestimmt auch interessant. Ich fliege mal ein bisschen nach oben. Konnte ich eigentlich die Dinger sehen? Doch, eigentlich konnte ich das doch von oben sehen, aber jetzt ist gerade dunkel. Da ist irgendwas in einer anderen Farbe. Kupfer müsste aber eigentlich so eine Bronzefarbe haben. Ich sehe ja nichts. Was haben wir hier? Ist das die Startstation gewesen, wo wir gewesen sind? Ne, da ist ein Dingens. Da waren wir noch nicht, glaube ich. Da können wir landen. Okay. Fliegen wir hin und dann landen wir hier direkt. Haben wir noch was gefunden? Okay, speichern. Rettenanlage gefunden, okay. Okay, da können wir hoch. Da bin ich gerade aus dem Fenster getappt, das war zu weit. Ich habe den Fenstermodus drin, damit ich halt nebenbei noch was gucken kann auf dem anderen Monitor. Da bin ich gerade mit der Maus ein bisschen zu weit rausgetappt. So. Okay. Gucken wir uns das Ding mal an hier. Das sieht auch schon ganz nice aus, muss ich zugeben. Klettern. Gucken wir mal, ob wir die Nachricht abspielen können hier. Wenn es denn eine Nachricht gibt hier, das weiß ich auch noch nicht genau. So. Wir gleich ganz oben. Da haben wir auch einen guten Ausblick aus der Gegend hier. Wir müssen immer noch Kupfer finden. Hologrammkommunikationsturm aktivieren. Holoterminus aktiviert. Netzwerkverkehr niedrig. Aufzeichnungen zugreifen. Im Holoterminus sind momentan keine angehenden Anrufe registriert. Die Protokolle des letzten Anrufs sind verfügbar. Zugreifen. Lydusin, Ed, Lalva, Korvax, Bot Korvax, Hummings, Mac, Yeseltli, Dob, Divesco, Scream, Nochavori. Okay, wir brauchen definitiv mehr Vokabeln. Das finde ich halt mit der Zeit krass, wenn man die Sachen nachher lesen kann. Ist hier irgendwas? Frachtabwurf, Vergabe Technologien, oder wird es ein bisschen spaßig nachher? Kupferansammlung da. Phosphor, Kupfer, 900 ist das. Wie weit ist das? Ich hätte 400. Markieren wir mal. Okay, dann gehen wir wieder runter. Abwärts. Oh, die Kamera ist wieder verkehrt hier. So. Da müssen wir da jetzt hin. Da können wir aber eigentlich nicht fliegen, würde ich sagen, oder? Da fliegen wir direkt hin und dann... Viel interessant, dass er so seitlich daran greift.
würde ich jetzt nicht unbedingt so machen, aber na gut. Vielleicht ist das sicherer, ich weiß es nicht genau. So, wo habe ich denn geparkt? Da. Gerade ein bisschen zu faul zum Laufen. Außerdem will ich nicht so viel verbraten an Materialien alles. So, wir hatten... Wo habe ich die Markierung denn gesetzt? Wow, da ist eine Basis. Ist die... Sind hier Roboter oder nicht? Es gibt nämlich so Wachhunde normalerweise. Ich kann da landen. Oh, da haben sie das Ding umgebaut? Nee, das ist eine Plattform. Das ist eine Landeplattform, die haben das umgebaut. Krass. Das sind richtig jetzt hier mit Gates und so und okay. Nice. Was hast du für ein Raumschiff? Wir können mit den Leuten reden und die können wir dann, kaufen. Verstehen da nicht. Die Lichter der elektronischen Lebensformen beginnen kurz zu flackern. Ein neues Wesen sieht mich durch die Maske an. Vielleicht hat es eine Entität heruntergeladen, die besser im Handel mit fremden Spezies geschult ist. Handel anbieten. Können wir die Sachen verkaufen? Hier, Tritium können wir dir verkaufen, aber ist aber nicht viel wert. Hier, Silber wollen die haben, das kann ich verkaufen. Oh, für den Preis kann ich es nicht verkaufen? Wie viel kann ich dir denn verkaufen? Wie viel würde ich... Kann ich das gedrückt haben? Oh. Ah, okay, die kaufen nicht mehr so viel wie früher. Interessant. Oh, das ist natürlich nice jetzt. Das haben sie geändert. Die kaufen nicht mehr alles. Nein, ich habe nicht viel auf verkauft. Ich Vollidiot. Jetzt habe ich es gekauft. Das war... Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Was kann ich ihm verkaufen? Das kann ich ihm verkaufen. Hier, Kürbisknolle. Kann ich ihm alles verkaufen? Ja, da kriege ich aber nichts für, ne? Komm, wir räumen mal das Inventar ein bisschen leer, damit ich Platz kriege. Schleim. Ja, Schleim kannst du haben. Reines Ferrit ist nichts wert. Mordet brauche ich später. Kann aber auch erstmal weg. Verrostetes Metall. Hier kriegst du auch. Substanz. Okay. Was haben wir hier noch, was ich verkaufen kann? Platin habe ich jetzt gerade nicht da. Silber. Habe ich natürlich nicht was gekauft. Hier kriegst du. Mikroprozessor kann ich mir kaufen. Kobalt ist ein bisschen was wert. 16.000. Ja, hier komm. Kannst du haben. Die Energiezelle gebe ich dir auch erstmal. Geode, 2 Stück. Ein Bildnis der Wikin ist 24.000 wert. Hier, komm. Die kann man auch als Geschenk geben, dann sind die nachher ein bisschen... wie soll man es sagen? Ein bisschen freundlicher. Okay, das soll jetzt mal reichen. Lebensform rekrutieren. Was? Lebensform zum Geschwader rekrutieren? Das ist neu. Mach ein Angebot für das Raumschiff. Gucken wir mal gerade 2. Was hat denn der dafür? Preis verhandeln, Klasse B ist das. Da können wir jetzt vergleichen hier. Schämende Verordnung von Euter. Hat ein besseres Schild, aber das Schadenspotenzial ist schlechter als meins. Er will 1.085.000, aber 18 Plätze. Ich habe 15 Plätze. Ist ein Jäger. Okay, nee, machen wir nicht. Können wir auch gar nicht. Gehen wir wieder. Aber ist schon interessant. Ich guck mal gerade hier drüben noch. Echo-Speicher, das ist neu, alles hier, ne? Krass. Protokoll. Ah, hier kannst du Sachen. Hier können wir günstiger kaufen. Komisches Gel, da könnten wir das woanders hier verkaufen. Aminokammer, hier gibt es neue Sachen auf jeden Fall. Kupfer.
Kupfer hole ich mir gleich, das brauche ich hier nicht kaufen. Ionisiertes Kobalt-Pypnium. Ich habe im Augenblick nichts zum Verkaufen, ne? Nichts Besonderes, okay. Kann ich von euch noch was lernen? Ja, hallo? Ich verstehe kein Wort. So wie viele ihrer Art projiziert auch dieser Korvex Lichter um sein Visier. Als ich genauer hinsehe, merke ich, dass es keine zufälligen Muster sind. Er hat ein winziges, perfektes Hologramm des lokalen Sternsystems erschaffen. Hilfe im Dialekt bitten. Code-Identität Ronoyama summt zustimmen. Die Lebensform zeigt mir eine Liste mit Sprachsymbolen. Reisender Symbol. Bringt mir ein Wort der Sprache bei. Ich kann mit jedem sprechen und von jedem was lernen. Unbekannte Lebensform, ich habe meine Prüfung bestanden. Ehoi. Ich darf jetzt erforschen und meine Leidenschaft für Strukturanalysen nachgehen. Hast du eine Basis, ein Wissenschaftsterminal? Überlege doch nur, was damit alles erreicht werden kann. Der Kopf ist glücklich, freut sich, mich zu sehen. Er scheint eine Initiation für seine Spezies abgeschlossen zu haben und muss jetzt raus ins Universum, um seinem Interesse zu folgen. Der Wissenschaftler tritt meiner Basis bei, wenn ich ihm ein Wissenschaftsterminal zur Verfügung stelle. Kann ich gerade nicht. Oh, Reisender, bitte analysiere die Situation erneut. Corvex weiß, dass du zu einem neuen Ergebnis kommen wirst. Ah, okay, wir können ihn also rekrutieren. Sind das beides Analysten? Das sind beides Analysten. Oh, okay, das ist neu. Die sind jetzt auf dem Planeten direkt hier. Das war früher nicht der Fall. Was haben wir hier? Informationsspeicher. Das gab es früher auch nicht. Willkommen Besucherentität zu diesem Informationsspeicher für Planet Dimutial. Die historischen Datenbanken von Dimutial weisen auf einige lokale Städten mit kultureller Bedeutung für die Korvex hin. Wegbeschreibungen sind verfügbar. Planetenkarte ausgeben. Kostet 15 Dollar. Ja, Karte geben. Analysiere Topografie. Trianguliere Koordinaten. Drucke. Abgeschlossen. Da spuckt er mir einfach eine Karte aus. Was? Artefakt tauschen? Okay, das ist irgendwie alles neu für mich. Technologiekaufmann. Korvex Wissen. Baupläne kaufen. Teleportempfänger. Oh, das kann ich mir noch gar nicht kaufen. Korvex Rand 3, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Neuralstimulator, Exoanzug, Bewegungsupgrade. Oh, wow. Okay. Da müssen wir erst noch ein bisschen was sammeln. Wir müssen mehr Naniten anhäufen. Okay. Das ist ja alles, die haben ja alles umgebaut, alte Schwede. Das ist ziemlich abgefahren. Hier kommen ab und zu auch ein paar coole Raumschiffe an. Und ein paar sinnvolle Raumschiffe. Da muss man halt mal gucken. Okay, wir gehen erstmal. Ich weiß gar nicht, die Episode ist schon ein bisschen lang. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt schon in der neuen Episode bin. Ich glaube nicht. Ich mache mich mal auf den Weg in die nächste Episode und sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.